Hey Leute, ich bin's wieder, der lustige Mann aus dem Internet. Heute reden wir über Spielzeugwerbung, über Barbies, Babyborn und He-Man und Co. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal vielen, vielen Dank natürlich wie immer für euren fetten Support auf den letzten Videos. Leute, wollt ihr mich umbringen? Mein Herz pocht hoch, mein Herz pocht laut, aber es pocht noch, Leute. Und das unter anderem auch dank unseres heutigen Sponsors NordVPN. Ich weiß, die Dudes haben wir schon das ein oder andere Mal erwähnt, also hier auch nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ihr kennt ja YouTube, die monetarisieren jetzt nicht unbedingt immer super gut. Deswegen ist es hilfreich, wenn man einen Sponsor mit am Start hat und dann auch jemanden nützlichen wie NordVPN. Das macht mich natürlich persönlich sehr glücklich. Klickt jetzt auf den ersten Link in der Videobeschreibung, um mich zu unterstützen und NordVPN zu zeigen, dass wir eine geile Community sind. Dort könnt ihr bei einem 3-Jahres-Plan bis zu 75% sparen und kriegt auch noch einen Monat umsonst, wenn ihr meinen Code MALTERNATIV benutzt. Was ein VPN ist, fragt ihr mich? Das sollte eigentlich jeder von euch wissen, denn ihr wisst ja auch, was ein Schlüssel ist und ein Schloss. Lasst ihr jeden bei euch einfach ungefragt ins Haus? Nein, weil ihr nicht dumm seid. Ohne VPN im Netz unterwegs zu sein, ist in der heutigen Zeit so eine Sache. Und jeder sollte sich überlegen, ob man nicht ein bisschen mehr Security in sein Leben bringen kann. Also, checkt NordVPN aus, informiert euch und wenn es was für euch ist, holt euch den Plan! Und jetzt rein in die Werbung. Wollen wir mal gucken, was die Redaktion heute so geschaffen hat. Oh, das ist schon ein Klassiker, Leute. Ich kann es sehen. Es sind zwei kleine Puppen. Babyborn. Babyborn, Babyborn. Heute spiele ich mit meiner Freundin Lea, meiner Freundin Jana und unseren Babyborns. Okay. Zuerst aber muss meine Babyborn aufs Töpfchen. Warum muss eine Puppe scheißen? Und ich find's schön, dass sie sich zu dritt treffen, um dann mit ihren Puppen zu spielen. Ich weiß nicht, war das bei euch früher so? Ich hatte keine Puppen. Ich hatte nur die Puppen von meinen Schwestern. Und dann habe ich immer nur Ken bekommen, ich wollte Barbie mit Haaren haben. Toll, danke Mama. Der Schlafsack, der Tragesitz, die Wickeltasche und der Komfortsitz. Nur echt mit dem Babyborn-Logo von Zapfkreation. Hä? Ich meine, wie gesagt, ich bin vielleicht nicht die passende Zielgruppe dafür, aber... Babyborn, Babyborn! Kennt halt jeder. So, nächste Werbung. Normal oder super? Super Mac. Ganz neu! Lange und kurze Stäbe. Schau mal! Alter, die 90er, ne? Wo einfach die Leute wirklich fasziniert von Magnetismus noch waren, ne? Ah, Super Mac, da kann ich mir auch noch dran erinnern. Krass. Dass jemand das aus Lego baut, oh, okay, okay. Aber ich glaube nicht, dass Super Mac jemals so viele Super Macs verkauft hat, dass man sowas bauen konnte. Das ist fake, Leute. Das kann ich... Das kann nicht sein. Das wiegt doch eine Tonne, Alter. Das baut doch keiner. Normal oder super? Alter, und er sieht einfach aus, als hätte er gerade wirklich ein zweiköpfiges Huhn gesehen. Oh, guck mal, Magnet! Das keine Grenzen. Alter, der war kaputt. Guck mal, die Räder. Die Räder sind wie echt. Du willst mir sagen, dass man das einfach so zusammendrücken kann? Smash. Und irgendjemand baut dann das? Da muss ich einmal gegenpusten und das Ding fällt um. Und sie da unten, was machst du? Die Räder sind wie echt. Die Räder sind wie echt. Nächste Werbung. Geil. Action Master. Turbojet und Offroad. Das ist sehr wichtig. Ein Turbojet, der fliegen kann, der muss auch Offroad sein. Hör doch endlich mit deinem Hydraulik auf. Das war definitiv vor meiner Zeit. Und um Nico zu zitieren, die sind alle schon tot. Ja! Ah, traurig, aber wahr. Alter, guck mal, man kann kurbeln. Das ist ja geil. Das ist was. Guck mal her, wie der funktioniert. Alter, der kann sogar spritzen. Na und? Meiner ist auch von Gamma. Gamma Patentspielwaren. Formschön, preiswert, stabil. Alter, das war die schönste Werbung, die ich jemals gesehen habe. Warum ist er heutzutage nicht mehr sowas mit Liebe gemacht? Guck mal her, wie der funktioniert. Ja, ich weiß, guck mal, was der kann. Guck mal, der kann aus einem Schlauch spritzen. Weiter geht's. Wasser. Was? Da, Wasser. Guck mal, das ist Nestle. Nestle 2019, predicted in der Werbung von 1910. Das war eine Übertreibung, eine Hyperbel, Leute. Macht euch keine Sorgen. Ich weiß, dass das von 1832 ist. Wasser für meine neuen Aquamaler. Die sind immer frisch. Mhm. Einfach Kappe ab, Wasser rein und los geht's. Viermal kann man die nachladen. Wenn sie einmal eintrocknen, einfach Wasser nachfüllen. Und dann die Farben. Guck mal, das ist toll. Keine ausgetrockneten Stifte mehr. Das spart Geld und ist gut für die Umwelt. Oh. Alle Male Aquamale. Spiel gut. Die tollen Aquamaler von Senator. Aus Wasser wird Farbe.
Ein Maler, Aquamaler. Das ist ein bisschen rassistisch, glaube ich. Er geht einfach durch die Wüste. Er ist irgendwie ein Nestle-Angestellter. Und er ist einfach... Guck mal hier. Ich will meinen Stift aufladen. Spart aber, ist gut für die Umwelt, Leute. Ne? Spart Wasser. California Custom. Wahnsinn. Vollgas über die Surfspirale. In den Hamburg. California Custom. Die heißen Renner im coolen California-Style. Ja, das ist so eine Werbung könntest du heutzutage nicht machen. So, was ist heiß und zeig's einfach erstmal. Einfach eine halbnagige Frau. Oh, wow, was bist du? Sauber, tolle, wunderbar, hier und da, hier und da. Sauber, toll, mit langem Haar und Wunschjuwelen, ja. Sauber, tolle, reibt den Stein, Wünsche können Wahrheit sein. Sauber, tolle, mein und dein, wir werden Freunde sein. Die lustigen Zaubertrolle von Hasbro. Nur echt mit dem Wunschjuwel. Warte mal, was, Alter? Zaubertrolle reibt den Stein. Zaubertrolle reibt den Stein, Alter. Gefährlich, ja, der ist auch gefährlich nah am Schnibbi. Lalalala, lass mich mal dein Bauchpiercing streicheln. Alter, es ist so gruselig und sie schläft einfach und denkt sich, ich werde beschützt von meinem Troll. Und der Troll denkt sich, fass meinen Stein ein, Bruder. Carrera, eine Autorennbahn mit Pfiff. Und jetzt kommt es auf die Fahrtechnik an. Die einzige Autorennbahn mit Überholmöglichkeit. Carrera. Sportwagen oder Rennwagen? Carrera. Ein tolles Geschenk für moderne Kinder. Für moderne Kinder. Das ist ja schön, wenn irgendjemand von 100 Jahren gesagt hat, dass was modern ist, oder? Aber ich finde geil. Die einzige Autorennbahn mit Überholmöglichkeit. Carrera. Carrera. Geiler Effekt, geile Werbung, Carrera-Bahn. Freundschaft, der Mädchen, was so Ananas duftet. Also ich frage mich, wie das mittlerweile riecht. Und wir stehen auf Hawaii. Wir stehen auf Hawaii, Barbie. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob er mit 7 Jahren auf einmal seine Sexualität schon entdeckt hat. I don't care. Seid, was ihr wollt. Aber es ist eine komische Formulierung. Oh, ein Medaillon mit Ananas. Guckt mal ganz natürlich in die Kamera und sagt. Dicking Barbie, könnt ihr nicht erzählen, dass ihr es nicht gesehen habt? Der läuft einfach, oder haut einfach mal schön seinen Dick an ihre Schulter. Daraus kann man eine tolle Gürtel. Das ist eine tolle Gürteltasche, Biggie. Da ist Paul neidisch. Hallo. Hallo. Zum verrückt werden dieses Labyrinth. Oh. Immer wieder eine Wand. Aber du suchst dir einen neuen, Nostalgie. Bis du dein Ziel erreicht hast. Das verrückte Labyrinth. Und jetzt auch das Labyrinth der Meister. Von Ravensburger. Geiles Game, wirklich, Leute. Da muss ich mal sagen, Ravensburger, muah, beste. So, jetzt kommen wir zu einer sehr alten Lego-Werbung. Lasst uns mal mit Lego bauen. Autos für den Fernverkehr, ein Flugzeug und noch sehr viel mehr. Stühle, Tische, ganze Zimmer, Häuser, Städte, was auch immer. Lego gibt uns zweierlei. Man spielt damit und lernt dabei. Lego Flachbausteine. Geil, das muss sich alles reimen, oder? Wenn man was reimt, wird es instant besser. Malternativ? Mir fällt, was reimt sich auf Malternativ? Verdammt. Deswegen habe ich keine Millionen Abonnenten. Das hat 20 Jahre gedauert, das zu filmen, Alter. Hört euch das an. Das baut sich auf. Da saß jemand, das haben die alles analog gemacht, Alter. What the fuck? Das hat länger gedauert, als Avengers Endgame zu drehen. Der Super Soaker! Mit dem neuen Flash Flood gewinnst du jede Wasserschlacht. Blitzschnell auftanken und mit einem Zug landet die komplette Tankfüllung auf deinem Gegner. Volle Power mit dem Flash Flood. Neu von Super Soaker. Ihr wisst gar nicht, wie die Zeit ohne Nerf Guns war, ja? Super Soaker war der Shit und ich hatte immer nur so eine kacke Soaker, Mann. Dann haben die originalen Dinger bekommen. Die sind immer nach 2 Spritzer Wasser kaputt gegangen. Invasion of the Dark. Fisher-Price Dino Roars. Einfach zum Brüllen. Was, Alter? Guckt euch das mal an. Das ist hier einfach gerade Jurassic Park. Und dann kommt einfach Jurassic World CGI drüber. Ja. Fasst das doch gut zusammen. Ich bin mir nicht sicher, dass Dinos wirklich solche Geräusche gemacht haben. Aber nächste Werbung. We get it. You wait. Drachen Hickhack, alle zanken sich ums Gold. Wer ist der Schnellste? Ich bin der Schnellste. Oder etwa du? Wieso ist dein Kiff mit Dino? Hickhack, Leute, komm mal. Oh, lol, nein, nicht mein Kaffee! Mann, Alter, ich hab keine Unterhose an. Überall Kaffee, so eine Kacke. Da ist jemand auf Microsoft Paint ausgerutscht, Alter. Wie geil. Also erstmal Turtles, geil. Klasse Grafik. Die sagen halt, dass es klasse Grafik ist, aber sie zeigen kein bisschen Gameplay. Das ist ja fast wie E3-Trailer mittlerweile. Ah! Hey,
Ja, dann würde ich mal sagen, Leute, wenn ihr noch Vorschläge habt, worüber wir noch Werbung uns anschauen sollen, worauf wir mal reagieren sollen, schreibt es in die Kommentare. Checkt NordVPN aus. Tschö. Get the fuck out.